Es ist Abfahrtstag, Freitag. Ich habe alles gepackt, hoffe ich. Wie gesagt, wir werden es sehen, wenn ich da bin. 11.22 Uhr, nicht schlecht. Hätte nicht damit gerechnet, dass ich vor 12 wegkomme. Jetzt muss ich nur noch in die Apotheke fahren, ein, zwei Sachen einstecken und dann geht's los. Ich programmiere jetzt auch noch mein Navi, damit da das dann gleich schneller geht. Und dann fahren wir. Angeblich soll es jetzt nicht so weit sein. Knapp 2 Stunden mit dem Auto, was ich gut fände. Ach, Herrschaft. Muss ich echt einen Motor anmachen zum Navi programmieren. Und ja, ich sag dann, wenn es soweit ist. Okay, ich bin angekommen und wie versprochen, Roomtour. Also fangen wir von der Tür aus an. Hier geht's rein. Da geht's zum Bad. Bisschen wurscht. Klo. Schön. Nicht im Spiegel. Mein Rad, ganz wichtig. Fernseher und ein Bett. Alles, was der Triathlet braucht. Ich gehe jetzt in die Stadt und besorge meine Startunterlagen. Gut, 16 Uhr. Ich war meine Startunterlagen holen. Klar, dass ich zu früh da war, ganz logisch. Wäre zu blöd, irgendwie einen Plan zu lesen, wo drin steht, dass man erst um 2:30 kommen soll. Aber nicht so schlimm. Es ist noch gar nichts los. Ich habe Fotos gemacht, die blende ich vielleicht ein. Da wird erst morgen was passieren. Das heißt, jetzt habe ich Muße und dachte, ich mache ein Unboxing von meinen Startunterlagen. Hoppala. So, da sind sie. Tada. Kein Rucksack, aber eine Tüte. Aber vielleicht kann ich mir einen schönen Rucksack morgen kaufen. Was haben wir hier? Sieht aus wie ein Prospekt. Ist ein Prospekt. Gut. Dann Stadtführungen. Bla bla. Der Triathlon Guide 2019, das für heute Abend. Nutrition Guide, okay. Ein T-Shirt in Senfgrün, super. Kaiserwinkel würde ich machen, ist mir aber ehrlich gesagt zu fies. Was haben wir noch? There is no Planet B. Gutschein für einen kostenlosen. Na super, das können wir doch morgen machen. Was haben wir hier? Register Now, Challenge Star Wars Festival. Nein. Hilft mir nicht. Challenge Prag muss auch nicht sein. Ja, genau, weil ich gut genug bin, um in irgendeiner Mannschaft mitzumachen. Und bist du bereit für 180 Meter Tiefe? Okay, gut. Alpecin Koffein Shampoo. Doping für die Haare. So, dann Memo an mich, ich brauche so ein Stativ. Gut, was haben wir hier? Startnummer hier aufkleben.
Gott. Das bin ich. Selten, dass ich meine Startnummer habe unter 196. Und jetzt, wo es zu spät ist, fällt mir auf, ich habe keine Tesafilm mit. Aber ich glaube, ich habe... Mal gucken. Schöne Aufkleber. Und eine Bademütze. Und natürlich der Chip. Gut. Es ist heiß, ich ziehe mich um und gehe ein Bier trinken.